Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich wollte irgendwie ein cooles Intro machen, aber du weißt ja, dass es ein neues Video auf meinem Kanal ist, weil du guckst es dir an und wenn du es nicht kennst, ist es neu für dich. Aber das hier ist ein Video, das hat es ein Dreivierteljahr nicht gegeben und das ist eins der beliebtesten Videoarten auf meinem Kanal, denn heute machen wir etwas Cooles, wir drehen einen Rossmann Live-Haul. Kaum ein Video auf meinem Kanal ist so beliebt wie Live-Haul-Sachen. Egal wo, egal wie, ihr liebt das voll krass mit mir shoppen zu gehen. Es sind auch immer heftige Eskalationen, weil ihr wisst ja, dass ich aus jedem Lebensbereich Produkte teste und dann wirklich immer viele Sachen kaufe von verschiedensten Marken und euch dann berichte, wie ich sie so fand und was daraus wurde. Der letzte Rossmann Live-Haul ist tatsächlich ein Dreivierteljahr her und ich werde euch jetzt mitnehmen, während wir durch Rossmann laufen. Ja, das ist gefühlt der Traum der meisten Frauen. Kaufen, worauf wir Bock haben, kaufen, was spannend aussieht, kaufen, was ihr euch so wünscht. Letztens war ich bei DM, ich wusste ehrlicherweise nicht mehr so viel, was ich mir kaufen soll, weil ich halt schon sehr viel von dem Sortiment kannte. Also was heißt letztens, ein paar Monate her. Ich glaube, ich habe einfach 10 Mascaras gekauft, die ich halt noch nicht kannte, um euch dann dazu zu berichten. Also ich kaufe auch oft Sachen, die mich jetzt nicht so interessieren, aber wo ich weiß, ich kann meinen Drogerie-Erfahrungsschatz erweitern und euch dazu berichten. Plus ich mache ja aus allen Sachen, die ich kaufe, auch Content, TikTok, Videos, Reels und sonstiges. Wir gehen jetzt zu Rossmann. Ich zeige euch coole Neuheiten, die ich vielleicht sehe. Ich erzähle euch, wenn ich Sachen sehe, wo ich es relevant finde, meine Erfahrung dazu. Wir gucken, was wir so kaufen und aus den Sachen werde ich dann weitere Videos basteln und euch berichten. Und kommt, Digi, kommt, lasst uns gemeinsam shoppen gehen. Eine der ersten Sachen, die ich bei Rossmann immer wieder erstaunlich finde und gerade bei meinem letzten Live-Haul fand ich das echt krass, die haben wirklich sehr, sehr, sehr kleine Körbe. Also ich habe jetzt keinen von denen hier genommen, ne, für Kinderwagen und so, sondern immer die normalen. Und ich finde die schon sehr, sehr klein. Ich würde einfach sagen, dass wir das so machen. So machen wir das meistens bei den Live-Hauls, dass wir Reihe für Reihe durchgehen und dann Thema für Thema. Ich bin jetzt bei den Handseifen. Wundert euch nicht. Ich habe extra einen neuen Pullover angezogen für dieses Video, damit ich schick aussehe. Aber ich habe ja so diese Teddybär-Jacke angezogen und die hat alles voll gefusselt. Vielleicht kaufe ich mir gleich einfach eine Fusselbürste. Ich wollte einmal aussehen wie kein Lump. Aber es ist mir nicht ganz gelungen. Egal. Wir sind jetzt bei den Handseifen und ich habe mir vor kurzem dieses Gerät gekauft und ich finde das so, so klasse. Ich habe das jetzt immer in der Küche. Ich hatte mal PR-mäßig von irgendeiner Firma so einen elektrischen Handseifenspender zugesendet bekommen, aber das Akkukabel davon ist leider kaputt gegangen. Und ich hatte mal nach dieser Drogerie-Alternative geguckt und das macht so viel aus in der Küche, wenn du am Kochen bist und einfach deine Hand runterhältst und die Seife so automatisch auf die Hand geht, anstatt wenn du so einen Seifenspender hast, wie im Bad oder so. Und deswegen wollte ich mir davon, also erstens habe ich keine mehr, aber zweitens wollte ich mir weitere kaufen zum Testen. Ich nehme einfach mal Kaschmir, Honig und Brombeer. Moment, ich habe die Hände noch nicht frei. So, ich glaube, dann hat man schon mal eine gute Auswahl, um sich so ein bisschen durchzuschnuppern. Plus, das Ding ist natürlich, dass ich extrem oft pro Tag meine Hände wasche. Ich habe keine Ahnung, wie oft. Also mindestens beim Schminken 3-4 Mal. Dann jedes Mal, wenn ich abwaschmäßig was mache, kochmäßig, hier, da, Klo. Also da brauchst du auch einfach ein gutes Handseifenprodukt. Dann haben wir hier Ideenwelt. Das ist natürlich auch etwas, was Rossmann immer ganz besonders macht. Ich finde hier nicht so oft Sachen, muss ich sagen. Also ich bin ja auch nicht so eine Dekomaus. Deswegen ziehen wir auch hier relativ schnell schon weiter. Hier, Schatzi, ich stehe jetzt vor Männerdeo. Was brauchst du denn jetzt? Brauchst du irgendwas? Vielleicht magst du mir schreiben. Ich habe das so oft, dass ich irgendwo bin und drehe und Live-Halls mache und ihn frage, ob er irgendwas braucht. Nee, nee, ich brauche nichts. Ich habe alles. Okay, Bruder, dir steht die ganze Drogerie offen. Hä? Willst du nicht mal was probieren? Nee, nee. Ich habe mir das jetzt einfach so gedacht, dass wir ein bisschen die Theken wechseln, weil heute wird da hinten also neue Ware eingeräumt. Das wusste ich nicht. Und ich laufe einfach hin und her. Ich habe das ja im Kopf, wo was wie ist. Auch wenn ich mich hier noch nicht so, also bei DM ist es so, ich kann schlafen und durchlaufen gefühlt. Ne? Nicht komplett, aber fast. Also schon ganz gut. Aber ich merke mir hier einfach, wo wir wie waren. Und wir laufen jetzt hier einfach woanders rum, weil im ganzen Seifenbereich und Haarpflegebereich und so wird gerade Ware eingeräumt. Guck mal, was ich hier entdeckt habe. Und zwar von Isana, mein Verwöhnmoment. Kannte ich jetzt noch nicht auf diese Art und Weise, muss ich sagen. Da nehme ich mir mal die Augenpads mit.
Also andere iPads und Tuchmasken nehme ich eigentlich grundsätzlich immer mit. Handmaske ist jetzt, weiß ich nicht, nicht zwingend etwas, was mich anspricht. Aber ich nehme jetzt auch mal das Peeling mit. Ist ganz interessant für 3,99 € in so einer Glaspackung. Die kann man auch wiederverwerten. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und eine Duftkerze nehme ich auch mit. Dann werde ich euch nämlich berichten. Und den Raumduft. Ja, Domol ist ja hier von Rossmann, die, also auch eine Eigenmarke, sag ich mal. Dann habe ich hier ein paar Sachen, zu denen ich euch berichten kann von diesem Verwöhnmoment-Ding. Verstehst du, was ich meine mit diesen sehr kleinen Körben? Ich glaube, ich muss gleich mal meine Jacke ins Auto bringen. Sonst haben wir hier gefühlt 20 Wagen voll. Guck mal, was ich bei Rossmann immer richtig klasse fand. Und das erinnert mich auch immer an meine Jugend mit 12, 13, 14, 15 so. Sind diese Schmuckständer. Da hast du immer so tollen Schmuck. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich bin so ein Typ. Also für mich muss es kein Echtgold sein, bla, oder diese ganze Diamantengeschichte. Also Hauptsache ist hübsch, das ist eigentlich das, was mir wichtig ist, so. Und da bin ich auch immer ganz ehrlich, also mein Mann kam zum Beispiel mal, er hat mir so Diamanten, also Ohrringe gekauft mit Diamanten drin. Und die waren hammerteuer, also wirklich hammerteuer. Und er sagt, er hat sie mir gezeigt, weil er weiß, ich bin so, wenn ich etwas nicht schön finde, bin ich ehrlich, weil das wünsche ich mir auch. Wenn ich dir was schenke und du magst es nicht, Bruder, verschenk, verkauf, ist mir völlig egal, weißt du, wie ich meine? Und er hat mir das gezeigt und ich sag so, nee, ich sag, für den Preis finde ich das nicht, die kosten so viel. Ich sag, ich muss ja keine Diamanten tragen, also wofür? So, ne? Also so, mir ist sowas nicht so krass wichtig. Dann haben wir was anderes Schönes davon gemacht. Wir haben dann zusammen Zeit verbracht. Das war tausendmal mehr wert als irgendwie so krasse Ohrringe, ne? Aber das finde ich auch ganz gut, dass wir so ein Verhältnis haben. Weil ich finde es schade, wenn du jemandem was schenkst und dann Erwartungen hast und enttäuscht bist oder beleidigt. Oder wenn ich dir was schenke, mach damit, was du willst. Und wenn du es verkaufst mit Gewinn und dir was anderes Schönes kaufst, gönn dir. Auf jeden Fall. Also ich habe auch ein paar Goldsachen und auch ein bisschen so Kram mit Diamanten. Aber, Digga, Hauptsache ist hübsch so, ne? Also ich bin auch so... Muss jeder für sich wissen. Manchen ist das voll wichtig. Ich kenne auch viele Leute, die so goldgeil sind. Finde ich ganz schlimm. Auf jeden Fall erinnert mich diese Schmuckgeschichte immer daran, wie ich mit meinem Taschengeld hier hing und mir teilweise manche nicht kaufen konnte. Oh, 7 € für ein paar Ohrringe. Oh, krass. Und das immer so schön fand. Und jetzt stöber ich hier ein bisschen und kann den ganzen Ständer kaufen, wenn ich möchte. So, ne? Das ist schön. Das habe ich mir auch erarbeitet. 7 Jahre Selbstständigkeit. Gib ihm. Aber nur weil man fleißig ist, heißt das ja nicht, dass... Also weißt du, wie ich meine? Da gehört auch Glück dazu. Da gehören viele Faktoren zu. Aber es ist ein schönes Gefühl, wenn man ganz, ganz wenig hatte. Und es gab Zeiten bei mir, da habe ich mir für 34 Cent, wollte ich mir Salzstangen kaufen und mir haben 2 Cent gefehlt und ich konnte sie nicht kaufen. Naja, gab auch echt harte, schlimme Zeiten und wenn man dann sich irgendwo hingearbeitet hat, ist das umso schöner. Deswegen gucke ich jetzt mit Genuss hier nach Schmuck und habe hier schon das erste Teilchen gefunden. Ich finde die hier ganz süß. Aha. Doppelkinn. Aber die sehen süß aus. Ich tue die mal hier hin. Nee, ich muss definitiv meine Jacke ins Auto bringen. Ja, das mache ich jetzt auch mal. So, jetzt haben wir auch genug Platz im Einkaufskorb. Und mein Handy kann in Ruhe mit gutem Internet hochladen. Ich habe nämlich eine ziemlich große Kampagne mit Philips tatsächlich, was eine heftige Marke ist. Und da schicke ich gerade was an eine Freundin, die guckt sich das mal an. Ich finde, es gibt ja so bestimmte Schmucksachen, so wie hier, die sind hübsch. Aber ich finde die, also jeder soll tragen, worauf er Lust hat, ne? Was er wie mag, womit er sich wohlfühlt. Aber die passen eher so zu bestimmten Typen, meiner Meinung nach, weißt du? Das ist genauso wie so ein Schmuck. Den finde ich hammer schön. Aber ich finde, weiß ich nicht, also muss jeder für sich wissen. Aber ich finde, es gibt manchmal so Sachen, auch so riesige XXL-Ketten, ne? Also nicht die, aber so ganz große. Das passt bei manchen und bei manchen ist einfach so, Ich habe jetzt auch mir ganz viele solche Spangen gekauft letztens. Ja, was heißt ganz viele? 3-4 Stück, ne? Weil ich mache mir immer so einen Zopf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Weil ich mag das nicht, wenn meine Haare so im Gesicht sind. Und mein Mann sagte, ey, das ist doch viel schöner, wenn du so eine Spange hast, einfach die das zusammenhält, anstatt so ein Pferdeschwanz, der aussieht wie so ein Schwanzkopf. Ich glaube, das waren seine Worte. Deswegen habe ich mir so schöne Spangen gekauft und mache das auch normalerweise jetzt nicht, weil wofür? Deswegen gucke ich mittlerweile auch so schön nach Spangen. Aber irgendwie heute ist hier nicht so viel an Schmucksachen. Ich habe das Glück tatsächlich, meiner Meinung nach, dass mir vieles an Schmuck steht. Also ich finde, dass Silberschmuck bei mir gut aussieht, genauso wie Goldschmuck. Wobei ich Gold persönlich ein bisschen mehr mag. Ihr könnt mir immer schreiben, also weil ich auch Schmuck für meinen eigenen Online-Shop gucke und teste und mache. Tragt ihr eher Gold oder eher Silber? Und welche Art von Schmuck tragt ihr? Ohrringe, Ketten? Ich zum Beispiel trage nie Armbänder eigentlich, weil ich immer Angst habe, die gehen kaputt oder keine sehr feinen Ketten. Also ihr könnt mir so ein bisschen helfen, für meinen Online-Shop auch zu gucken, was mögen meine Follower so. Wenn ihr schon dabei seid zu kommentieren, gebt doch auch direkt ein Like für das Video auf korrekter Bruder, weißt du? Nee, tatsächlich habe ich jetzt hier in der Schmuckabteilung nichts weiteres gefunden.
Aber wir gehen mal hier hin. Das ist eigentlich eine ganz interessante Abteilung. Hier habe ich bei meinem letzten Rossmann Life Haul alle For Your Beauty Pinsel gekauft und für euch getestet. Und ich muss sagen, da waren einige dabei, die fand ich echt gut für Drogeriepinsel. Manche waren jetzt eher nicht so geil. Ich werde euch das Video mal in der Infobox verlinken, dann könnt ihr euch das gerne mal angucken, weil dann wisst ihr, welche von diesen Pinseln sich lohnen und welche nicht. Genau, das habe ich auf jeden Fall das letzte Mal gemacht. Ich gucke gerade, ob es hier irgendwas Neues gibt, was ich jetzt interessant finde oder so. Also diese Gua Sha Stein-Geschichte. Ich habe Gua Sha Steine, aber ich habe es noch nie richtig gemacht, wenn ich ehrlich bin. Guck mal, das Ding ist, ich habe hier so einen Speck. Obwohl ich abnehme, obwohl ich zunehme, dieser Speck ist da, ne? Der stört mich. Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe sogar überlegt, Speck hier absaugen zu lassen, ne? Aber dann dachte ich, okay, mach erstmal noch mehr Sport, warte mal ab, weil das ist halt so nervig, ne? Guck mal, wie es aussehen könnte. Und ich überlege, ob diese Gua Sha Stein-Geschichte helfen kann, durch diesen Lymphfluss und sowas, das vielleicht zu verringern. Ich weiß es nicht. Wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oh, guck mal, was ich hier entdeckt habe. Das ist aber süß. Abend-Beauty-Routine-Set. Silikonmaske, Schlafding, Make-up-Handschuh, Haarband. Ja, ist süß, aber also das Einzige, was mich anspricht, ist das hier. Und ich dachte jetzt, das ist die Maske, weißt du, fürs Gesicht so. Aber der Rest geht so. Nee, also ich sehe hier nichts, was ich noch nicht habe oder was ich jetzt irgendwie für ein Video oder irgendwas ansprechend finde. Was ich immer mitnehme, was ich auch immer gebrauchen kann, sind Nagelfeilen. Die habe ich immer irgendwo. Da kaufe ich einfach für 1 Euro hier. 59. Diese Nagelfeilen für empfindliche Nägel, weil ich mag diese super harten Feilen nicht. Ich finde das immer ganz schön. Ich habe die in meiner Handtasche, am Schreibtisch, überall im Auto. Weil man weiß nie, wann dir ein Nagel einreißt oder abbricht. Und dann regst du dich auf und ärgerst dich, weil du keine Notfallnagelfeile hast. Was ich auch brauche, jetzt wo ich das sehe, ist Kontaktlinsenwasser. Boah, immer in die Knie gehen ist schon kritisch. Ich habe weiche Kontaktlinsen. Ich muss sagen, ich habe jetzt keinen, also ich persönlich merke jetzt keinen Unterschied bei teuren Sachen, günstigen Sachen. Ich nehme einfach das hier, 6,99 Euro. Ich habe auch safe vor, meine Augen mal lasern zu lassen, weil ich habe so eine ganz bestimmte Kontaktlinse. Also bei mir passt nicht jede Kontaktlinse rein, das ist hammernervig. Und wir haben jetzt eine Art, die geht aber immer sehr schnell kaputt, schneller als sie eigentlich kaputt gehen sollte. Und jetzt soll ich individuell welche anfertigen lassen oder die halt häufiger kaufen. Und individuell Kontaktlinse ist auch echt schweineteuer. Deswegen einmal lasern oder machen und dann ist das Ding durch. So, ich gucke mir jetzt gerade so ein bisschen die Rasiererabteilung an und schau mal, ob hier irgendwas interessant ist. Das habe ich mal getestet, das fand ich echt schlecht für den Preis tatsächlich. Also da gibt es viel, viel bessere mit viel mehr Inhalt, deswegen das kann ich nicht empfehlen. Das hier kann ich aber empfehlen, das habe ich mir gekauft, weil eine Followerin das empfohlen hat, weil normalerweise benutze ich keine speziellen Produkte zum Rasieren außer Rasieröl. Aber diese Rasiercreme für 3,49 Euro, hammertoll. Weil der Rasierer gleitet viel schöner über deine Haut. Die ist viel weicher danach. Also das ist ein richtig, richtig tolles Rasierprodukt. Und dann habe ich hier so einen Isana Trends Ständer gesehen. Den kannte ich so tatsächlich noch nicht. Da bin ich halt immer am gucken, wenn Sachen Limited Editions sind. Ich teste ja so viele Sachen. Da ist es manchmal schwierig. Manchmal zeige ich euch Limited Editions und die sind dann einfach, ja, die sind dann nicht mehr käuflich. Das ist halt immer so ein bisschen doof. Hier steht jetzt nichts dabei, ob es Limited Sachen sind. Also gehe ich davon aus, es sind neue Sachen. Ich nehme auf jeden Fall die Tuchmaske mit. Dann nehme ich auch die Under-Eye-Pads mit, weil ich einfach sowas immer mache. Dann dieses Haar-Hyaluron-Serum nehme ich auch mit. Ich habe jetzt vor kurzem so eine Hautpflegereihe von Isana getestet mit Hyaluron. Das hat mir leider gar nicht gefallen. Also Nachtcreme, Tagescreme und Serum. Falls ich das später sehe, zeige ich euch das nochmal. Aber vielleicht ist das hier besser und cooler. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich nehme es einfach mal mit und werde berichten. Dann habe ich hier dieses Erfrischungsspray für 2,99 Euro. Das kann man wohl auch zum Fixieren von Make-up benutzen. Deswegen nehme ich das auch mit. Dann haben wir hier die Seren. Da nehme ich einfach das mit Hyaluron mal mit. Ja, ich weiß nicht, ob ich Panthenol mitnehme. Ja, Panthenol nehme ich auch noch mal mit. Dann haben wir mal zwei aus dieser Reihe. Dann schauen wir mal hier so ein bisschen weiter. Aqua Gel Sea Moments. Okay, das ist wohl irgendwie zur Pflege. Aqua Gel klingt interessant. Werde ich jetzt auch mal mitnehmen. Ja, ich glaube, das war es hier zumindest. Das hier habe ich mal getestet. Das fand ich ganz cool. Wird es aber nicht unbedingt noch mal holen, weil das war jetzt, ja, es ist halt ein Peeling, ist okay, aber es ist halt super für 2,99 Euro für Leute, die eine sensible Haut haben, weil es halt wirklich gar nicht reizt, ne? Nicht mit Düften, nicht mit dies, nicht mit komischen Peelingkörnern und. Also falls ihr eine sensible Haut habt, aber vielleicht ein gutes Peeling sucht, ist das hier eine interessante Geschichte. Dann habe ich hier jetzt auch verschiedene Sachen aus dieser Dreamy-Reihe und die sind sehr, sehr spannend. Da nehme ich auch fast alles mit. Wir haben hier von Isana so ein Zuckeröl-Peeling. Dann, das habe ich
bisher noch nicht gehört. 2-in-1 Duschschaum und Bodylotion. Also das klingt sehr, sehr interessant. Dann haben wir hier ein Bodyspray. Ihr wisst ja, ich liebe Bodysprays. Und ein Haarparfüm. Trockenparfüm benutze ich nicht, aber Haarparfüm. Dann sind wir hier unten bei der Ceramide-Reihe. Und ich hatte letztens eine Kooperation mit Mixa. Da habe ich mal mehr über Ceramide kennengelernt. Fand ich auch sehr interessant. Da nehme ich auch die Tuchmaske mit. Das Verwöhn-Serum und das Creme-Peeling. Weil ich liebe auch einfach Peelings und teste da immer wieder gerne in der Drogerie und Isana hat einfach tolle Produkte mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann haben wir hier, das finde ich auch ganz interessant, für 2,49 Euro Bye Bye Hair Nachbehandlungsbalsam. Das ist ein Balsam, das man wohl nach der Rasur verwendet. Aber was ich daran halt interessant finde, ist, dass es AHA-Säuren hat und das kann ich mir jetzt noch nicht so ganz erklären. Also es gibt wenig Bereiche in meinem Körper, die ich rasiere. Gesicht, Intimbereich, manchmal Achseln, Beine, weil ich bin ja auch viel gelasert. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, falls ihr mehr versteht als ich. Warum sind hier AHA-Säuren drin? Das kann ich mir noch nicht so ganz erklären. Und dann haben wir hier ein vorbereitendes Zuckerölpeeling. Ja, also da verstehe ich halt auch immer nicht den Unterschied. Ja, bereitet die Haut perfekt auf die anstehende Rasur vor, bla bla. Und ne, mit den Produkten noch besser. Aber Bro, ganz ehrlich, jedes Peeling bereitet ja deine Haut auf eine gute Rasur vor. So würde ich das jetzt sagen, ne? Aber echt eine coole Geschichte mit diesem Trendständer. Den gab es das letzte Mal, als ich hier war, definitiv noch nicht. So, der König hat sich mal gemeldet. Nein, Spaß, der einzige König bei uns im Haus ist Rodi. Wir sind nur Untertan und dem Hund muss es gut gehen. Auf jeden Fall benutzt mein Mann immer Axe Black als Deo. Da nehme ich ihm direkt mal 2 Stück mit. Schau jetzt auch gleich mal direkt bei der Deo-Abteilung, was ich da mitnehmen kann zum Testen. Sehe, dass es hier einige gibt, die ich noch gar nicht kenne. So, also, was ich ein bisschen schade finde, was ich hier nicht so erkenne, ist, was neu ist. Also ich kenne das von anderen. Ja, okay. Ja, moin, ich bin dumm wie Scheiße, ignoriert einfach, was ich gesagt habe. Dieses Deo von Rexona wurde so oft empfohlen von meinen Followern. Ich habe es so oft getestet, es klappt jedes Mal nicht bei mir. Also für mich ist das, das kann ich nicht empfehlen. Obwohl so viele drauf schwören, es hinterlässt bei mir weiße Spuren. Es stinkt, sobald es sich bei mir mit Schweiß vermischt. Also das ist auf jeden Fall kein Produkt, was irgendwie zu mir passt. Isana Deo Creme für 1,65 Euro sieht schon mal sehr interessant aus. Nehme ich mit, weil Deo Creme ist auch immer noch mal so eine interessante Geschichte. Genauso wie Alterra Deo Creme nehme ich auch mit, 4,29 Euro. Weil ich auch für meinen YouTube-Kanal ein Alterra Video plane, in dem ich nur Produkte von der Marke teste und bewerte. Weil das ja auch eine Eigenmarke von Rossmann ist. Das hier sieht interessant aus. Kenne ich nicht, nehme ich einfach mal mit. Das hier sieht auch ganz schick aus. Winter Moment, also mit so Winter-Geschichten kriegt man mich halt auch immer. Ich habe zum Beispiel heute das Deo hier drauf. Das war viele Jahre eins meiner Lieblingsdeos. Und obwohl ich heute Morgen, also ich habe gestern geduscht, ich habe die ganze Zeit Sachen geregelt, ich war heute Morgen ein bisschen muffelig, habe es drauf getan und rieche immer noch frisch. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Sprühdeo, falls ihr ein tolles sucht. Das Gute bei Deo ist halt, es gibt Produkte, da testest du viele, viele Monate, bis du irgendwie weißt, okay, das ist gut, das ist nicht so gut, aber Deo ist so ein Produkt, wenn du 7 Jahre nur Produkte testest in deinem Job, weißt du dann nach relativ kurzer Zeit, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Ich nehme jetzt einfach nochmal das hier mit, weil, keine Ahnung, ich kenne das nicht, sieht gut aus. Ist vielleicht für meine Follower interessant, diese Roll-On-Deos, also so, na, die heißt nicht Roll-On, glaube ich. Roll-On ist ja so, ne, mit so einem Roller, wie heißt das denn? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst, ich weiß es nicht. Dann ein Produkt, das ich euch natürlich immer wieder bei Rossmann zeigen muss, sind diese Peeling-Handschuhe. Das sind die besten Peeling-Handschuhe, die ich kenne, weil ich peele mich eigentlich fast immer beim Duschen und sonstiges. Ich habe so viele probiert, viele sind zu grob, viele sind zu fein. Das hier ist für mich, für meine Pferdehaut, die beste, um wirklich einen tollen Peeling-Effekt zu erzielen. Also wenn ihr einen guten Handschuh sucht, ah, Digga, ich nehme direkt einen mit. Ich plane nämlich, ah, habe ich voll vergessen. Gut, dass wir drüber reden. Ich plane nämlich für eine Followerin, die eine Freundin mittlerweile von mir geworden ist, ein Geburtstagsgeschenk. Mir helfen manchmal Follower im Hintergrund, weißt du, mit Recherche, mit dies, mit das. Sie schreiben mir auf Instagram, manchmal entwickelt sich was und die machen das gerne in ihrer Freizeit und manchmal entwickeln sich da echt coole Sachen und die sind halt so intern nochmal im Team, weißt du. Und sie hat Geburtstag und ich darf nicht zu viel verraten, weil dieses Video wird vor ihrem Geburtstag online kommen. Auf jeden Fall kaufe ich ihr, nee, ich sag nicht zu viel. Es wird auf jeden Fall ein sehr großes Geschenk, aber nee, dieses Video wird vorher online kommen und sie wird ganz genau wissen, was ich vorhabe. Deswegen sage ich nichts, aber ein Peeling-Handschuh nehme ich ihr mit. Weiß sie ein bisschen, was sie erwartet. Guck mal, was ich hier gerade entdeckt habe. Also ihr wisst ja, ich gucke seit über 15 Jahren, glaube ich, kein Fernsehen mehr. Aber Höhle des Löwen kenne ich. Und hier ist ein Deo für 15 Euro. Das nehme ich auch mit. Klinisch belegt. Stoppt Schweiß und Geruch.
Geruch. Ich habe noch nie von der Marke gehört, nehme es aber mal mit und werde euch berichten, ob 15 Euro ein Flop waren oder nicht. Was ich definitiv belegen kann, also was heißt belegen, aber jetzt mit meinen Erfahrungen, ne, ist, dass diese Sineo-Produkte funktionieren. Also das ist für mich das heftigste Roll-on-Deo aus der Drogerie. Ich war so oft einkaufen, habe es nie gekauft, weil 23 Euro für ein Deo ist unnormal viel. Und irgendwann dachte ich mir, nee, du kaufst das jetzt und findest raus, ob sich das lohnt oder nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, es lohnt sich. Ich habe ein anderes, das genauso gut ist, das kostet aber, ich glaube, 30, 35 Euro. Das ist von, ich weiß nicht auf die Marke, ich weiß die Marke gerade ehrlicherweise nicht. Ich habe mal mit denen gearbeitet, aber ich komme nicht drauf. Und das für 23 Euro, ich habe nur das Roll-On getestet, ist unnormal heftig. Aber vielleicht ist das für 15 Euro noch besser und so hat man sich 10 Euro gespart, über 10 Euro. Ich nehme jetzt auch das hier mit, Achselgeruch Stopp für 4,79 Euro, Stinky. In keiner Abteilung bisher so lange gewesen wie beim Deo. Und das hier für 3,49 Euro. Und dieses Triple Dry nehme ich auch nochmal mit. Weil ich gucke halt wirklich nach Deos, die viel aushalten. Du hast ja einmal die Deos, wenn du schon so ein bisschen verschwitzt bist, die du raufpackst, damit das nochmal das Ganze übertönt und so, ne, so ein Tag gewinnt. Und du hast welche, die wirklich das Schwitzen vermeiden. Ich habe jetzt auch extra Packungen gekauft teilweise, die mich gar nicht optisch ansprechen. Also das hier ist so eine Packung so... Nee, Marke kenne ich nicht, spricht mich nicht an, hat gar nichts. Aber manchmal sind es die unscheinbaren Dinge, die wirklich etwas ausmachen. Und dadurch, dass ich so oft so viele Produkte für euch teste, kaufe ich mittlerweile nicht nur noch das, was mich anspricht, weil manchmal gibt es da nichts mehr, sondern auch das, wo ich denke, oh, das wäre vielleicht spannend für euch. Oder da kann man was draus zaubern. Zum Beispiel habe ich letztens bei meinem Rossmann-Haul von Alterra hammer viele Sachen gekauft, um halt ein Aufgebraucht-Video nur zu der Marke zu machen. Ne? Da bin ich jetzt schon seit vielen Monaten bei, aber manchmal dauert es auch ewig, bis ich Produkte für ein Video aufgebraucht habe. Dann sind wir hier bei der wundervollen Badesachenabteilung. Ja, mein Traum hat sich erfüllt. Ich habe damals meinen Mann kennengelernt und ich hatte vorher eine Badewanne. Wir sind zusammengezogen. Ich hatte dann keine mehr. Und jetzt haben wir ein Haus gekauft und haben eine Badewanne. Aber es ist permanent irgendwie irgendwo Baustelle, sodass ich sie nicht benutzen kann. Irgendwann wird mein Traum wahr, indem ich oft bade. Und dann werde ich euch hier richtig coole Sachen zeigen und berichten und sonstiges. Hier auch nochmal ein All-Time-Favorite von mir, das beste Peeling aus der Drogerie für 6,99 Euro. Ich habe schon welche für 10, 20, 15 Euro gekostet. Die waren nicht so gut wie das hier von Kneipp. Ich zeige euch das schon seit vielen Jahren, aber vielleicht ist das interessant für die, die jetzt zum ersten Mal zugucken. Es hat die perfekte Konsistenz für ein Peeling. Deine Haut ist babyweich danach. Sie ist so gepflegt durch die natürlichen Öle, dass du theoretisch nicht mal eine Bodylotion oder sonstiges brauchst. Also das ist so ein Produkt, das würde ich selber sofort so verkaufen, weil es 100% krass ist, das nur so nebenbei dazu. Ja, und jetzt schauen wir mal duschgelmäßig ein bisschen, was wir hier vielleicht finden, was ich noch nicht kenne oder was interessant sein könnte. Also, was ich zu diesen Kneipp-Sachen sagen muss, also von Kneipp habe ich auch schon viele Sachen getestet für meine aufgebraucht Sachen im Naturkosmetikbereich. Die haben manchmal so Duftkomposition. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Die sind echt heftig. Also okay, Basilikum habe ich jetzt gar nicht gefühlt, muss ich sagen, weil das ist auch nicht meins. Ich habe es aber getestet, um mal zu schauen. Aber manchmal haben die so Duftrichtung, so Apfelsine, Pfirsich, Grapefruit. Und du denkst, und da steht dann so, ja, werd wach, starte krass in den Tag und so. Und du riechst es und merkst, okay, das riecht richtig natürlich, das riecht richtig frisch, das riecht wirklich nicht so künstlich, komisch. Und da haben die wirklich tolle Sachen. Also wenn ihr Naturkosmetik mögt, Kneipp haut schon sehr, 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 sehr tolle Sachen raus. Ja moin, was ich gestern das erste Mal geöffnet habe und getestet habe, war von Jean Lean, so ein, war das hier sogar? Irgendeine Cremeöldusche. Ich glaube, da hatte ich einfach ein Montagsprodukt. Ich habe nämlich raufgedrückt, damit Duschgel rauskommt und ist oben aufgerissen. Die halbe Packung war irgendwie weg. Ich dachte, okay. Das hier spricht mich total an. Also ich mag ja so fruchtigen Kram. Also mit sowas bekommst du mich. Deswegen nehme ich die beiden Duschgele auf jeden Fall mit. An von Veleda ist halt immer interessant für meine Bio-Reihen und vegane Aufgebraucht-Reihen. Da nehme ich das hier mit, weil hier steht, schenkt gute Laune. Das kann ich manchmal echt gut gebrauchen. Also das auch definitiv mit. Also ich persönlich habe immer das Gefühl, dass es in der Drogerie nicht so viele Peelings gibt, weil ich benutze Peelings immer sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe das hier jetzt entdeckt von Isana, Zuckerölpeeling. Hier kenne ich zum Beispiel schon, das ist so ein Salzölpeeling, das mochte ich leider gar nicht. Das hier ist mit Arganöl, Orangenblütenextrakt für 2,79 Euro, nehme ich mal mit. Und dieses Sunset Beach Ding ist zwar eine Limited Edition, aber ich finde, es gibt so selten Peelings in der Drogerie, dass ich jetzt einfach mal das mitnehme und vielleicht ist das ja eine richtig tolle Limited Edition. Und ansonsten habe ich hier auch gerade so Duschschaum entdeckt. Von Isana habe ich bisher noch keinen Duschschaum ausprobiert. Das wäre natürlich interessant, da zu wissen, wie die so sind. Ja, aber es sind halt auch alles Limited Editions, ne? Guck mal, von Far nehme ich das Duschgel hier auch mal mit. Von Far, alle Deos, die ich getestet habe, sind richtig, richtig klasse. Weil die machen wirklich richtig, richtig tolle Deos, die du rauftust, wenn du schon so ein bisschen
ein kleiner Stinky-Biss. Und die übertünchen das Ganze nochmal. Richtig, richtig klasse. Mal sehen, wie das bei deren Duschgel ist. Das ist im Angebot. Nehme ich meinem Mann auch einfach mal direkt, ja moin, zwei Stück mit. Weil Duschgel kann man immer gebrauchen. Dann sind wir hier bei der Haarpflegeabteilung. Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Zum Beispiel das hier habe ich auch komplett getestet. Diese ganze Haarpflegereihe von Isana. Und ich muss sagen, das sind echt coole Produkte. Wenn man normales Haar hat, was so leicht trocken ist, dann sind sie gut. Sie sind natürlich nicht extrem reichhaltig. Aber Bro, was erwartest du für eine Haarpflegereihe mit Shampoo, Spülung und Kur für unter 7, 8 Euro? Aber wenn du normale Haare hast, die so ein bisschen Pflege nochmal brauchen und so, ohne Silikone, dann ist das auf jeden Fall eine tolle Reihe, die ich da empfehlen kann. Wenn du aber Haare hast... Ja, moin, ich war abgelenkt, weil manchmal reden Leute über mich und gucken die ganze Zeit und denken, ich merke es nicht. Das ist immer ein bisschen komisch. Wenn du aber Haare hast, wie ich, die sehr, sehr viel... die schon besonders sind, die besonderen Kram brauchen, dann ist das nicht reichhaltig genug. Oh, aha. Kanto habe ich letztens gesehen bei DM und da wurden sie komplett ausverkauft. Jetzt sind sie zurück im neuen Design. Leave-in Conditioner. So eine große Packung. 7,99 Euro. Leave-in Sprühpflege. Ja, natürlich kommen die beiden mit. Kanto ist eine sehr, sehr schöne Reihe. Was Haarpflege angeht, also wenn du Locken hast und so, ist das drogeriemäßig echt toll, aber nur so bei dicken Haaren. Also wenn du sehr feine Locken und so hast, dann ist das viel zu schwer für dich. Aber so für Haare wie meine, wenn du sie auch gerne lockig magst, perfekt. Aber die Leave-In-Pflege kannst du ja auch nutzen, wenn du deine Haare glatt trägst. Dann, diese ganze Haarpflegereihe ist so krass. Das ist eine der besten aus der Drogerie, die ich getestet habe. Also Shampoo, Spülung, Haarkur und Sprühkur. Wirklich, wenn ihr trockene Haare habt, die Pflege brauchen, ist das eine richtig, richtig tolle Haarpflegereihe. Ich habe die komplett in sich getestet, mega nice. Ich sehe gerade, die haben so eine Wonder Water. Water für 7,99 Euro nehme ich auch mit, weil das, ich habe lange nicht so gute Haarpflegeprodukte getestet wie diese Elvital Hydra Reihe. Deswegen, Digga, dich nehme ich sehr, sehr gerne von Herzen mit zum Testen, weil ihr habt mich sehr, sehr stark überzeugt. Dann habe ich gerade hier diese Produkte von Glisscur entdeckt. Night Elixir für sehr geschädigtes Haar, Anti-Spliss Wunder, bla bla bla. Also bei Glisscur muss ich sagen, die Produkte sind nicht schlecht. Aber ich persönlich, und ich bin kein Inhaltsstoffexperte, also es sind halt oft Silikonbomben oder es fühlt sich zumindest so an. Also es fühlt sich nicht wie so eine tiefengehende Pflege an. Und das Ding ist ehrlicherweise, dass ich keinen Spliss habe. Also ich war jetzt vor ein paar Tagen beim Friseur und ich mache eigentlich alle 5, 4, 5, 6 Wochen einen Pflegehaarschnitt und ich meinte so, Bro, ich will meine Haare länger wachsen lassen. Ist das eigentlich nötig? Und wir haben geguckt und ich habe keinen Spliss. Was krasses. Das war eine Ansage. Yay. Und deswegen kann ich das Produkt gerade nicht testen, weil... läuft bei mir, hammer cool. Guck mal, das hier habe ich jetzt auch gerade gesehen. Bis zu 230 Grad Hitzeschutz. Auch diese Spülung, die habe ich halt als Jugendliche sehr, sehr gerne, sehr oft genutzt. Ne? Weil du hattest das Gefühl von einer heftigen, schönen Pflege für wenig Geld. Es war damals noch viel, viel günstiger. Für normales bis trockenes Haar. Trockenes Haar habe ich immer. Deswegen nehmen wir das mit für 3,49 Euro. Dann kann ich euch auch dazu berichten. Dann schaue ich natürlich auch immer nach schönen Haarölen in der Drogerie, weil die meisten, die ich bisher getestet habe, fand ich jetzt nicht so spannend. Hier habe ich eins gefunden. Vom Pantene Pro V für 4,99 Euro. Das nehme ich mal mit. Ich habe mir jetzt hier die verschiedenen angeguckt, aber ich fand das eigentlich mit Arganöl am besten. Und wer weiß, vielleicht kann das mit Langhaarmädchen mithalten, weil das ist aktuell mein Lieblingshaaröl aus der Drogerie. Aber gibt es halt nur bei DM. Die kann ich gar nicht empfehlen. Die habe ich mir auch mal gekauft für 6,99 Euro. Du hast halt so eine... Ja, die haben jetzt kein Foto, aber so eine Maske. Vielleicht kennt ihr meinen Flamingo-Hut von meinen Videos. Da habe ich das her, aber die Kur kannst du knicken. Hilft nicht krass. Und Digga, du zahlst 7 Euro für eine Plastikmaske und eine Kur, die nicht so, naja, nicht so heftig ist. Deswegen, nee. Dann, diese Sachen von Garnier sind einfach heftig. Also da habe ich wirklich alle von probiert und alle waren wirklich gut. Für 5,99 Euro hast du eine Spülung, Leave-In und eine Haarkur. Also wirklich sehr, sehr, sehr tolle Produkte. Das hier kannte ich noch nicht. Das ist ein pflegendes Fluid für 7,99 Euro. Ich glaube einfach, das geht alles in diese Richtung. Es gab doch mal dieses, ich glaube von Elvital. Ich glaube hier mit diesem Wonder Water fing das Ganze an. Ich bin mir nicht sicher. Und dann sind ganz, ganz viele Firmen nachgezogen. Das geht eigentlich alles in so eine Richtung Essiglaube, die dann Glanz verleiht und so. Das hier kenne ich noch nicht, deswegen nehme ich das auf jeden Fall mit und werde euch dazu berichten. Guck mal, das gibt es jetzt mit Banane, dann gibt es hier das mit Ananas. Da frage ich mich, wo ist der Unterschied, weil am Ende soll ja beides Glanz machen und die Vorher-Nachher-Fotos sind auch bei beiden komplett gleich. Aber ich nehme es einfach trotzdem mal mit. Dann sind wir jetzt auch fast schon fertig bei der Haarpflegeabteilung. Was ich hier jetzt noch gesehen habe, was ich halt auch sehr interessant finde,
ist diese Elvital-Reihe. Aber die werde ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich habe einfach keine geschädigten Haare. Das wäre halt Schwachsinn, das für euch zu testen, weil das kann ich nicht. Manchmal kann man bestimmte Sachen testen, auch wenn man nicht genau der Typ des Produktes ist. Aber hier ein Produkt für stark gebrochene Haarbrücken zu testen, wenn man keinen Spliss hat, ist halt Schwachsinn. Aber das ist halt ganz, ganz neu. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Irgendwann habe ich bestimmt kaputte Haare, dann werde ich dazu auf jeden Fall berichten. Was ich aber hier nochmal mitnehmen werde, ist einfach eine von diesen Haarkuren für trockenes bis sehr trockenes Haar, für sehr trockenes bis frizzy Haar. Ich nehme einfach sehr trockenes bis frizzy, trockenes glanzloses. Nee, ich habe trockenes frizzy Hair und ich nehme halt auch hier von Garnier nochmal so ein schwereloses Haaröl mit. Da bin ich sehr gespannt, weil die meisten Haaröle, die ich in der Drogerie getestet habe, waren alles andere als schwerelos. Für 6,99 Euro. Ich werde auf jeden Fall berichten. Okay, das fand ich jetzt ehrlicherweise sehr interessant, dass es Pomelo jetzt in der Drogerie gibt oder zumindest bei Rossmann. Pomelo hat ja sehr, sehr lange ihr Marketing gehabt, so wie viele Influencer-Marken. Was halt in die Richtung geht, bla, du hast einen krassen Rabatt, du kannst cool sparen. Das ist halt eine Marketing-Strategie, muss jeder für sich wissen, ob er sie cool findet oder nicht. Aber sie wirkt bei vielen und es gibt ja verschiedenste Konzepte, wie du Produkte interessant machst oder nicht. Die einen machen direkten den richtigen Preis. Andere machen halt diese Rabattschiene. Manche kaufen dann eher wegen diesem krassen Rabattding, andere nicht. Also andere kaufen dann erst recht nicht. Also da muss man gucken. Mit Pomelo habe ich auch schon mal gearbeitet und die haben teilweise Produkte, die echt gut sind. Und ich bin immer so, wenn ich mit Firmen arbeite, dass ich mir eine Auswahl schicken lasse von Produkten, die ich ausgesucht habe, die ich teste, bevor ich sie bewerbe. Und dann gucke ich halt, mögen meine Follower das? Mag ich das? Was ist für meine Follower interessant? Was ist für mich interessant? Was finde ich gut? Was nicht? Und bei Pomelo muss ich sagen, gibt es wirklich Sachen, die ich echt gut fand. Zum Beispiel dieses Vanille-Elixier-Haaröl fand mein Mann extrem gut. Er sagt, das ist das beste Haaröl, was er je benutzt hat. Ich habe ihn ein bisschen gezogen. Bruder, nur, gib deinen Haaren irgendeine Feuchtigkeit. Wie kannst du keine Haarkur benutzen? Ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Hä, deine Haare sterben? Hallo, Vitamine? Also habe ich auf Krampf, ja, ich weiß, Haaröl sind keine Vitamine, aber damit er mal fühlt, es gibt Unterschiede, wenn du etwas rauftust. Das fand er zum Beispiel extrem gut. Diese Vanilla Boost Maske mochte ich auch sehr, sehr gerne, aber nicht für 30, 40 Euro, sondern 9 Euro, geht völlig klar. Manche sagen, ja, kannst auch einfach das und das Öl reintun. Manche sagen, ja, ist cool, musst du selber mischen. Muss man immer schauen, was man wie mag, ob man Bock hat, sich selber irgendwie aus verschiedenen Ölen was zusammenzumischen oder ob du es fertig kaufst, was, ne, vom Zeitersparnis und. Also Pomelo hat teilweise auch echt coole Produkte und die jetzt in der Drogerie zu sehen, krass, interessant. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier von Isana ein Baby-Haar-Styling-Stick. Den nehme ich definitiv mit, weil ich hatte auch den von Balea. Den habe ich nicht so gefeiert, weil er so Mascara-mäßig auch von der Bürste war. Der von Gatubi ist bisher das Beste, was ich so bei Babyhaaren kenne. Mal sehen, wie der von Isana ist. Ich werde auf jeden Fall berichten. Aha, Gatubi Kleber and Brows ist neu. Bruder, den habe ich doch heute noch benutzt. Haben sie jetzt einfach gesagt, dass der für Augenbrauen und die Haare ist und deswegen haben sie eine neue Bürste. Okay, nehme ich gerne mit, weil für die Augenbrauen mag ich das Produkt von Gatubi richtig gerne. Mal sehen, ob da jetzt so ein Unterschied ist, wenn man ihn für Ansätze benutzen soll und für Augenbrauen. Da ich mich auch immer wieder sehr gerne in der Drogerie durchteste, was so Hitzeschutzsachen angeht, nehme ich mir auch mal den hier mit von Taft und Gliss für 3,99 Euro. Hitzeschutz, weniger Haarbruch, Geschmeidigkeit, bla bla bla. Da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich so ist und werde ihn mal mitnehmen. Das hier sind zum Beispiel Hitzeschutzprodukte, die ich ganz gut finde. Die haben mir schon ganz gefallen. Hot und glatt mochte ich persönlich gar nicht. Also auch für die Lock und so war jetzt nicht so meins. Aber mal gucken, wie sich hier Taft mit Gliss zusammentunend macht. Ich werde auch dazu berichten. Ja moin, so wie ich zu allem hier berichten werde, was soll ich dazu noch sagen? Da ich ja für meinen Online-Shop immer nach verschiedensten Produkten und Herstellern und sonstigen gucke, nehme ich mir mal diese Duftkerze mit für 5,99 Euro, da ich auch mit Duftkerzenherstellern in Kontakt bin. Und die einzigen Duftkerzen, die ich bisher am meisten feiere, sind die von Ava & May. Das sind tatsächlich auch eine der ganz, ganz wenigen Duftkerzen, wo ich keine Migräne bekomme und wo mein Mann auch sagt, dass es vom Duft kommt er damit klar. Ja, die kosten aber auch teilweise 25 bis 50 Euro pro Stück, so ja, mit Rabatt, bla bla bla, aber ist schon happig, lohnt sich, ist schon krass, wenn du da eine Vorliebe für hast. Ich habe vorher nie Duftkerzen benutzt, weil ich halt immer Kopfschmerzen bekommen habe und jetzt benutze ich jeden Tag eine Duftkerze und habe jeden Tag eine an, aber guck natürlich nach eigenen Produkten, die günstiger sind, aber genauso gut. Und da ich jetzt mit Drogerie Duftkerzen ewig keine Erfahrung mehr hatte, sondern nur mit wirklich High-End-Sachen, werde ich mich auch mal hier so ein bisschen durchtesten. Hier haben wir eine für 6,99 Euro, kommt auch mal mit. Ja, ich mag halt auch so hochwertige
richtige Verpackung. Ne? Das würde ich halt auch bei meinen Duftkerzen wollen. Deswegen kommen auch nur solche für mich jetzt so in Frage. Ja, die nehme ich auch einfach mal mit. Einfach mal zum Vergleich. Weil manche sagen, ja, die Drogerieduftkerzen sind genauso wie Ava & May. Wo ich sage, Bruder, also das kann ich ehrlicherweise nicht so bestätigen. Aber ich teste einfach rum und berichte euch dann. Oh, guck mal, schön, ne? Wenn man so eine Deko-Tante ist, ist sowas hammer schön. Ich bin leider keine, ich wär's aber gerne. Ja, ich habe eine ziemlich blöde Mascara drauf, die zeige ich euch mal später. Die ist hier völlig am Verschmieren und Eskalieren, aber ich muss gleich eh noch mal kurz nach Hause fahren, weil ich mein Video hier nicht hochgeladen bekomme und dann werde ich das mal korrigieren. Einmal wollte ich aussehen wie ein süßer kleiner Engel. Hier habe ich Isana Kosmetikstäbchen. Das sind so wie die Ebelin Wattestäbchen. Ich benutze beim Schminken immer sehr gerne solche Dinger, weil ihr seht vielleicht, die haben verschiedene Enden und die sind sehr fest gebunden. Und ich finde, wenn man beim Make-up gut korrigieren will, sind so Make-up-Entfernerstäbchen, heißen die bei DM, sehr gut. Das sind genau dieselben, aber mal gucken, ob sie genauso gut sind. Wir sind jetzt gerade in der Zahnpflegeabteilung. Digis, bitte schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich war vor kurzem bei der professionellen Zahnreinigung und sie sagte mir, dass ich sowas für die Zahnzwischenräume nutzen soll. Sie sagte, keine Zahnseide, weil damit kommt man nicht überall ran, sondern solche Bürsten. Ich habe verschiedenste Bürsten gekauft und egal wie ich sie nutze, sie knicken und es klappt nicht und sonstiges und das nervt mich. Ja, und ich weiß nicht, wen ich fragen soll, deswegen vielleicht könnt ihr mir damit helfen. Was ich mir mitnehme, ist so ein Zungenreiniger, weil, weiß nicht, mir ist frischer Atem immer sehr wichtig. Manchmal habe ich das Gefühl, der ist nicht so frisch, wie ich es mir wünsche. Manchmal schiebe ich aber auch Filme. Manchmal denke ich auch, ich stinke und mein Mann sagt, ey, du riechst wie ein göttlicher Engel. Naja, er sagt nicht göttlicher Engel, aber halt gut. Deswegen nehme ich mir sowas mal mit. Das soll ziemlich gut sein für frischen Atem. Diese ganzen Bleaching-Geschichten, nee. Wenn du sowas machst, mach es professionell beim Zahnarzt und gut ist. Ich schaue mich jetzt hier ein bisschen um. Die haben hier auch so schöne Haarspangen-Geschichten. Das ist ja auch immer ganz schick. Dann hier Fußwohl. Fußwohl ist ja auch eine Eigenmarke von Rossmann. Da habe ich aber bei meinem letzten Live-Haul schon einige Produkte gekauft, um zu gucken, ne, weil ich auch so die Eigenmarken von Rossmann so ein bisschen bewerten wollte. Ah, was ich mir auf jeden Fall mitnehmen wollte, oh, diese Kniegeschichten immer, ne? Ist Mundspülung. Ja, okay, damit kriegen sie mich, ne? Ich gucke gerade, welche könnte ich nehmen. Für 10-mal frischere Küsse im Vergleich zum Zähneputzen allein. 1,99 Euro. Meine Küsse sollen ballern. Nehme ich mit. Sowas habe ich auch oft gerne mal in meiner Notfallhandtasche, weil manchmal, wenn ich lange nichts esse, zum Beispiel bei Events, weil ich so aufgeregt bin, kriege ich kein Essen runter, was aber heftig ist, nehme ich das gerne, weil dann finde ich, rieche ich nicht so angenehm aus dem Mund, weil ich einfach lange nichts gegessen habe. Odol, extra frisch, nehme ich mir auch mit. Nee, ich nehme das hier mit. Weil das ist sofort frische Atmung, angenehmer Geschmack. Weil ich hatte so eine Packung, die habe ich leider fallen lassen bei uns im Bad. Die ist direkt kaputt gegangen und deswegen nehme ich mir einen Ersatz mit. Schaue ich gerade so ein bisschen bei der Fußpflegeabteilung. Das Ding ist, ich gehe alle 4 Wochen zur Maniküre und Pediküre, weil ich muss auch ein bisschen fresh aussehen, bla. Ja, moin, sie war letztens an meinen Füßen. Sie sagt so, ey, ich weiß gar nicht, was ich abrubbeln soll. Du hast ja gar keine Hornhaut. Ich so, ja, geht. Aber meine Füße sind trotzdem nicht babyweich. Mein Mann benutzt nicht eine Creme an seinem Fuß, macht gefühlt nie Peeling, nichts. Babyweich, wie ein Babypopo. Ich mache alles Mögliche. Ist keine Hornhaut, trotzdem nicht super weich. Aber er sagt, er war in seiner Jugend ganz, ganz oft barfuß auf Stein unterwegs und das hat die Füße für immer gepielt. Ich so, okay. Manchmal ist das Leben echt doof, ungerecht. Manu, aber egal, sei ihm gegönnt. Guck mal, das hier kenne ich nicht. Fuß, also ich bin mir nicht sicher. Es passiert selten, dass ich Sachen doppelt kaufe in der Drogerie, aber wenn du 7 Jahre sowas machst, kann es auch mal passieren, sagt euch auch ehrlich. Trockene Haut-Fußcreme Urea klingt für mich sehr, sehr gut, weil Urea ist eigentlich etwas, damit habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gehabt. Von der Marke Sebamed, die hat auch schon echt tolle Produkte rausgehauen. Gerade bei öliger Haut soll die sehr gut sein. Und dann nehme ich mir das hier definitiv auch mal mit. Dann nehme ich mir noch so einen BIM-Schwamm mit, weil meine Mutter sagt, sie hat voll den heftigen Hack gefunden, womit man seine Füße richtig weich bekommt, ohne Tamtam. Und dafür braucht man wohl so einen BIM-Schwamm. Sie rief mich an, sie sagt, Özlem, ich glaube, ich habe etwas richtig Tolles rausgefunden, was für deine Followers interessant sein könnte. Ich so, okay, Mama, erzähl mal. Werde ich mal ein Kurzvideo zu drehen und dann werde ich euch dazu berichten. Hier ist ja so die Tangle-Sachen und bla. Ich hatte mal einen Tangle-Teaser, aber irgendwie feiere ich das nicht. Also ich brauche so ein langes, hartes Ding zum Haare kämmen. Nee, hier ist nichts, was jetzt für mich irgendwie interessant wäre. Also ziehen wir mal weiter. Guck mal, falls ich irgendwann Mama bin, heftigste Helikoptermutter ever, aber habe ich gar kein Problem mit, bin ich von Herzen. Digga, mein Kind wird so leiden, ich werde nur so süße Sachen holen. Warum hole ich sie mir eigentlich nicht? Nein, nein, ich brauche sowas nicht. Was soll ich damit? Aber nein, stell dir mal vor, du badest und dann hast du so ein... So ein Nashorn, so ein Krokodil. Voll süß, ich stehe ja voll auf solche Sachen. Ich habe auch Rodi jetzt so Babybettwäsche gekauft mit so
Cartoon-Figuren und so. Babysachen sind halt auch richtig, richtig toll, pflegemäßig, ne? Also habe ich öfter mal gehört, dass das ziemlich gut sein soll, Produkte, die für Babys sind, bei sich zu benutzen. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, soll ich bei meinem nächsten Live-Haul mal so Babypflege testen? Vielleicht ist sie für Erwachsene viel, viel krasser, als man denkt. Und dann braucht man gar nicht so teuren Kram, weil du hast ja so die Babysachen. Also die sind auch teilweise teuer. Vielleicht sind da coole Sachen dabei. Ja, okay, Pampers-Abteilung brauchen wir nicht. Gab aber eine Zeit in meinem Leben, wo ich dachte, das könnte ich auch gebrauchen. Habe ich euch sogar in einem Video erzählt, wo ich eine extrem schwache Blase hatte. Ja, wundert euch nicht, während ich mit euch quatsche und chill, laufe ich hier rum und gucke natürlich, was ich euch wie zeigen kann und so. Vorhin war ich hier in der Kinderabteilung. Die haben auch coole Sachen, ne? Ja, ich meine Kindheit, ich habe nicht... Oh... Ich habe nicht so krass viel Kinderkram gemacht, aber ein Pupskissen, Digga. Wow. Warte. Wie alt bist du, 12? Und ich sag meinem Mann immer erst kindisch, ja, Digga, das kaufe ich. Ja, für 3,99 €, das hatte ich auch als Kind. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe jeden Erwachsenen gestresst, das war so cool. Genau dasselbe hatte ich in Gelb, das weiß ich noch ganz genau. Ja, guck mal, dann habe ich das hier gesehen. Ja, das Ding ist, dass ich immer so viel arbeite, dass ich so ein bisschen mal wieder zurück ins Leben finden muss. Das klingt so dumm, aber so, ich habe oft so 10, 12 Stunden Arbeitstage und habe gefühlt keine Hobbys, weil meine Arbeit mein Hobby ist. Aber manchmal wäre es gut, wenn du auch irgendwie normale Hobbys hast, unabhängig von der Arbeit. Ich hatte hier vorhin das hier gesehen. Horror-Labor-Miniset. Experimentiere mit klebrigen Flüssigkeiten und Schleim. Ein unterhaltsames Set für überraschende Experimente. Will ich Schleim machen? Nee, ich glaube nicht, aber ich behalte es im Hinterkopf. Meine kleine Schwester Schnuppi hatte mal so eine Schleimphase. Alles geliebt, was du ihr in Richtung Schleim und so geschenkt hast. Klebeband. Den kannst du auch abwaschen und der klebt dann überall. Sowas hatte ich mal als Kind, weißt du? Aber mit so einem langen Ding, das hast du dann überall gegengeworfen. Ja, aber wo soll ich ihn hinwerfen, wenn er jetzt nicht so ein Ding hat zum Zurückholen, weißt du? Oh, ein unsichtbarer Stift. Sowas hatte ich auch als Kind. Nee, Digga. Gänsehaut am ganzen Körper. Ich war noch nie in der Kinderabteilung bei meinen Halls. Oh. Du hast hier so einen Stein. Klopfst du rauf und holst einen anderen Stein raus. Vielleicht sollte ich mir mal solche Beschäftigungen holen. Ich habe es ja auch schon mit Puzzlen probiert. Mein letztes Puzzle habe ich im Livestream auf Instagram und so gemacht. Alles klar, Rodi gefressen. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das waren 300 Teile, glaube ich. Das war hammerschwer. Ich hing anderthalb, zwei Wochen dran und war bis zur Hälfte fertig. Dann hat erst gefressen. Die Abteilung behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich wusste gar nicht, dass es so viele coole Sachen gibt. Ja, ich bin voll hängen geblieben, was das angeht. Was soll ich dazu sagen? Mein Arm tut auch langsam weh vom ganzen Halten. Guck mal, dann habe ich hier sowas, so einen Test. Ich glaube, ich nehme das mal mit. Nee, das ist nicht das, was ich suche. Guck mal, also ich benutze sehr gerne Intimwaschstation. Manche benutzen sehr gerne nur Wasser. Ich persönlich fühle mich mit sowas wohler. Ich habe jetzt mittlerweile gemerkt, ich mag so eine Textur. Ich glaube, Textur heißt das, ne? Also so flüssig mehr als Schaum. CD Intimwaschstation kenne ich nicht. Vielleicht haben sie auch ein neues Design. Ich weiß es nicht. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Wir sind jetzt in der Männer-Rasierkram-Abteilung. Ich glaube auch, dass das die letzte... Der hat nicht jemand erkannt. Dass das die letzte Abteilung ist, wo wir zusammen sind. Ich glaube nämlich, dass ich aus diesem Rossmann Live-Haul zwei Videos mache, weil erstens sind sie dann nicht unendlich lang und zweitens habt ihr halt mehr davon, weil teilweise drehe ich ein Rossmann Live-Haul, gebe irgendwie 400-600 € aus, 700 € und habe ein Video und das geht eine Stunde oder noch länger. Deswegen dachte ich so, man kann das ein bisschen splitten, dann habt ihr mehr davon, ist vielleicht ganz cool, weil hier warten noch ganz viele Abteilungen für mich. Ich war noch gar nicht in der Make-up-Abteilung, ich war noch nicht bei Gesichtspflege, dies, das, bla bla bla. Dann habt ihr quasi zwei Live-Hauls. Das ist vielleicht ganz cool, statt immer so ewig lange. Ja, Digga, weil wenn du so viel Kohle ausgibst, klar, absetzen, dies, das, kann man ja auch teilweise, bla. Aber so, dann ist es vielleicht auch nochmal ganz cool. Wartet auf jeden Fall entspannt und gespannt auf Teil 2, weil da bin ich in Make-up und sonstiges drin. Hier in der Männerabteilung sehe ich jetzt nichts, was ich so ansprechend finde. Ich hatte mir mal den Rasierer hier gekauft für 18,99 €. Würde ich nicht nochmal holen. Ich wollte halt wissen, lohnt sich das? Was ist jetzt so krass an dem Preis? Er hat halt so einen magnetischen Ständer, bringt aber gefühlt nichts, wenn er nicht richtig sitzt. Und das hat er teilweise nicht und rutscht raus. Das fand ich dann so ein bisschen doof. Parfummäßig, weiß nicht, ich habe schon einige Parfums, weil ich Parfums auch sehr, sehr gerne mag und mir das immer sehr, sehr wichtig ist, gut zu duften. Aber ich sehe jetzt hier keins, was ich nicht habe oder was mich jetzt gerade so auf den ersten Blick anspricht.
Was natürlich interessant wäre, oh warte, bei Parfums kann ich euch was Cooles erzählen. Das habe ich nämlich bei meinem letzten Rossmann Live Haul gekauft und das ist richtig klasse. Und zwar von Larif dieses Cash Parfum. Das ist ein Dupe zu Paco Rabanne 1 Million und es riecht wirklich, ich würde sagen, 70-80% ähnlich. Ist natürlich, also es hält nicht so lange wie das Original. Es kostet aber auch viel, viel, viel weniger. Also falls ihr da mal ein gutes Dupe sucht, ist das definitiv eine Empfehlung. Ich hatte das nämlich gekauft, um das extra zu testen und fand das ziemlich, ziemlich cool. Genau, also das ist da eine ziemlich coole Geschichte. Ich weiß jetzt halt nicht bei diesen Sachen, wovon das Dupes sind. Sonst könnte ich das mal für euch testen, weißt du? Ich teste dann ja wirklich das Original. Wenn ich ein Dupe teste, muss ich das Original da haben, um wirklich zu gucken, wie sehr es miteinander übereinstimmt. Aber die Parfums kommen mir gerade nicht bekannt vor. Hier, das ist ein Dupe zu Nautic Poison, aber da kann ich gerade ehrlicherweise nicht genug zu sagen, weil das habe ich nicht ausreichend getestet. Was vielleicht für mich auch interessant wäre, für diejenigen von euch, ich gucke nämlich auch nach tollen Parfums für meinen Online-Shop. Ist euch der Flakon unendlich wichtig? Wenn du halt als Anfänger in so einem Online-Shop-Business bist, dann ist das schon, also das macht sehr, 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 sehr starken Unterschied aus, ob du einen normalen Random Parfum Flakon nimmst. Ich gucke gerade, ob ich irgendeinen finde. Guck mal, das hier ist so ein normaler Flakon. Er hat zwar was Hübsches wegen diesem schwarzen Ding, aber so eine weiße Flasche mit meinem Logo drauf und ein heftiger Duft, ist euch die Verpackung sehr wichtig, weil das wird das Endprodukt auch sehr teuer machen, aber soll es ja nicht sein. Schreibt mir das sehr gerne, weil das ist ja dann auch gut für mich zu wissen, wie ihr da so tickt. Mir persönlich sind Flakons wichtig. Also manchmal kaufe ich ein Parfum nur, weil der Flakon, echt hübsch ist. Aber ich denke so, am Ende, Hauptsache der Duft ist gut, er hält lange, er riecht nicht künstlich, billig, komisch, so halt, ne? Okay, guck mal, Rammstein hat auch Parfums rausgebracht. Rosenrot, Diamant, Kokain. Ich wollte auch in der Adventskalenderzeit den Rammstein-Kalender testen, aber der war irgendwie schon ausverkauft. Hätte ich mir niemals gekauft, aber da wollten die Follower gerne, dass ich ihn kaufe und gucke, was so drin ist. Ja, Kokain ist halt auch ein schwieriger Name. Ich hatte mal so eine Taschen zugeschickt bekommen, die hatten aber auch so einen Namen. Mason, Heroin, glaube ich. Oder so, wo ich halt dachte, Bruder, du kannst halt die beste Tasche der Welt sein, aber wenn da Heroin draufsteht, also ich persönlich trage dich dann halt nicht so, weißt du? Ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwie bei Larif wisst, welches Parfum, welcher Dupe ist, dann kann ich das gerne beim nächsten Mal kaufen und für euch testen und mit dem Original vergleichen. Ja, und dann sind wir jetzt auch hier fertig. Ich zeige euch mal, was ich hier gekauft habe. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit dem Live-Haul, aber ihr seht das ja alles nochmal in Teil 2, wie das weitergegangen ist. Ich finde, von dem gesamten Einkauf heute ist das Pupskissen das definitiv mit Abstand coolste. Ich mache es ja bei meinen Live-Hauls auch immer so, dass ich nochmal in Ruhe zu Hause so ein paar Highlights auspacke und euch dann nochmal zeige, weil manchmal sind diese Live-Hauls vor Ort richtig stressig. Merkt ihr vielleicht auch, ne? Also da ist Action, da ist was los, bla 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 bla. Manche mögen das, wenn ich dann einfach zu Hause sitze und euch so in Ruhe zeige. Was ich so gekauft habe, das kommt auch nochmal alles entspannt. Aber das war es jetzt erstmal hiermit an dieser Stelle. In diesem Sinne, Digis, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr Erfahrung habt mit den Produkten, die ich gekauft habe. Wenn ja, wie die Erfahrungen sind. Ansonsten habe ich euch ja sehr viele Fragen gestellt. Und schreibt mir gerne, ob ihr das okay findet. Also ich glaube, das Video hier sind vielleicht 25, 40 Minuten am Ende. Ich weiß, es ist nicht Rohmaterial. Ich drehe ja viel, viel mehr als das, was am Ende runtergeschnitten wird. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Abonniert gerne kostenlos meinen Kanal. Manchmal kommen coole Videos. Und das war's dann auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich sage Tschüss mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.